Herzlich willkommen zurück zur XR-Konferenz hier bei den Medientagen München. Auch heute bringen wir wieder Vordenkerinnen und Experten aus der ganzen Welt zusammen, um gemeinsam zu ergründen, wie wir VR, AR, MR oder kurz gesagt Extended Reality Technologien in der Medienbranche einsetzen können. Heute liegt unser Fokus auf Journalismus. Wir werden erfahren, wie Augmented Reality ganz neue Formen des Storytellings ermöglicht. Wir werden später am Nachmittag auch ein AR-Projekt kennenlernen, das ein historisches Ereignis, nämlich die Befreiung des Konzentrationslagers Dachau 1945, in AR für die Besucher der Gedenkstätte nacherlebbar macht. Wir werden diskutieren, wie Journalistinnen und Journalisten VR und AR einsetzen sollten und wie nicht. Und wir werden auch vor rechtlichen Fragen nicht zurückschrecken, die sich durch die Verbreitung von VR und AR-Hardware stellen, denn die Dinger sammeln ziemlich viele Daten. Wir starten ins Programm aber mit Robin Schoomoser. Er ist Mitgründer und Chef des Startups iCandy Lab, das schon seit 3 Jahren Augmented Reality-Anwendungen und Lösungen für die Medienbranche anbietet, für Kunden aus dem In- und Ausland. Und Robin wird uns gleich erklären, welche neuen Möglichkeiten Augmented Reality für das Erzählen von Geschichten bietet, also für das Storytelling. Vorher, Robin, würde ich aber gerne von dir wissen, wie seid ihr denn drauf gekommen, AR für die Medienbranche einzusetzen? Ich meine, da hat man ja eigentlich auch schon Hardware mit Fernsehern und Bildschirmen. Und erzähl vielleicht auch gleich noch, wie die ersten Reaktionen von möglichen Kunden waren. Ja, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier zu präsentieren. Genau, ich bin der Robin, ich habe vor ungefähr 3,5 Jahren iCandy Lab gegründet. Wir haben das relativ on the fly fast schon gemacht mit damals ProSieben, war tatsächlich einer unserer ersten Kunden, kam ursprünglich von der Idee, dass ich mit vielen Mittelständlern gearbeitet habe, damals im Digitalisierungskontext und in Virtual Reality reingeschaut habe, als eine der Anwendungsformen, und habe damals den Eindruck gehabt, dass die Technologie zwar an sich unendlich viele Möglichkeiten anbietet, aber letzten Endes die Technologie vielleicht noch nicht so weit ist. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir denn die Infrastruktur, die jeder hat, und zwar nämlich das Handy, das jeder in der Hosentasche hat, benutzen, um eben noch immersivere Experiences zu ermöglichen, und sind dadurch eben auf die Idee gekommen, Mensch, wir könnten ja eigentlich das Bewegtbild, was einen sehr hohen Informationsgehalt und Informationsreichtum hat, anreichern, um eben zusätzliche Informationen zu vermitteln oder eine Interaktion auch zu ermöglichen. Und genau so sind wir drauf gekommen. Wie angeschnitten war dann ProSieben unser erster Kunde. Das ging auch relativ schnell. Wir hatten im Januar, Februar gegründet und im November waren wir dann tatsächlich auch schon mit der Galileo AR-Woche on air und hatten dort wirklich sehr, sehr großen Zuspruch erfahren. Und um die Frage zu beantworten, wie Kunden darauf reagieren, das ist natürlich immer so eine Sache, ne? Wir waren nach dem Galileo-Projekt viel im Ausland, haben dort Kunden in Asien und in den Vereinigten Staaten gewonnen, weil dort diese ganze Adoptionsbereitschaft auch für neue Technologien noch mal ein bisschen ausgeprägter ist, als es jetzt vielleicht in Deutschland ist. Nichtsdestotrotz sind wir sehr froh, jetzt auch gerade in der jetzigen Zeit auch wieder ein bisschen unsere Wurzeln hier gefunden zu haben und deswegen auch mit wirklich sehr, sehr hochkarätigen Kunden, wie zum Beispiel der Deutschen Telekom, zusammenarbeiten, die eben auch in dem Bereich wissen, dass das ein Thema ist, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen. Super, vielen Dank. Du wirst uns gleich mehr erzählen über Storytelling in Augmented Reality und vielleicht erwacht danach ja das ein oder andere deutsche Medienhaus auch und klopft euch an. Das wäre super. The stage is yours. Dankeschön. Genau, ich möchte euch heute gerne ein bisschen mehr über das ganze Thema XR im journalistischen Kontext erzählen. Kurz vorab zu mir, ich hatte das schon angestellt, ich habe 2013 hier in München an der Makromedia Hochschule meinen Bachelorabschluss gemacht im Medienmanagement, habe direkt im Anschluss mit einem Kommilitonen eine Digitalisierungsagentur gegründet und in dem Zusammenhang Klein- und Mittelständler dabei beraten, wie sie durch diese digitale Transformation gehen. Und dann, wie vorher auch kurz erzählt, über das Thema VR, dann in das Thema AR reingeschlittert und 2017 dann iCandy Lab gegründet. Ich würde mich freuen über jede Anfrage bei LinkedIn oder Xing, können wir uns gerne vernetzen. Hier auch noch meine Kontaktdaten für eben besagte Interessenten. Ich lebe an sich jetzt in München und verbringe aber auch sehr viel Zeit in Amerika, weil dort auch viele unserer Kunden sind und auch ein Teil unserer Investoren. Jetzt aber nicht mehr so viel über mich, sondern direkt zu iCandy Lab. Was wir machen ist, wir bilden eine Plattform, die Next Generation für Entertainment ermöglicht. Das ist
Augmented Reality, welches videobasiert ist und damit komplett neue Einsatzmöglichkeiten in dem Kontext auch bietet. Sodass man zum Beispiel hier eine Werbung, wie sie gerade eingeblendet wird, nicht nur linear passiv erlebt, sondern auch interagieren kann und zum Beispiel eine Testfahrt direkt buchen kann. Ich habe auch noch andere Beispiele, an denen wir gearbeitet haben, aber was das ganze Thema einfach ermöglicht, ist, den Content quasi aus dem Fernseher hinaus auch in das Wohnzimmer wortwörtlich hineinwachsen zu lassen. Und wir haben Kunden aus Deutschland, wie gesagt, ProSieben hatten wir damals gearbeitet, aber auch in Asien und Amerika und freuen uns eben da auch wirklich über sehr innovative und fortschrittliche Kunden in der Hinsicht, weil einfach dieses ganze Thema Augmented Reality auch wirklich vor der Tür steht und warum, das werde ich jetzt auch gleich dann später nochmal erläutern. Jetzt sind wir zwar in einem XR-Hub und in einer XR-Konferenz, aber nichtsdestotrotz möchte ich einfach nur ganz kurz nochmal das Extended Reality-Spektrum nochmal kurz beschreiben, weil vielleicht dem einen oder anderen das nicht klar ist. Was Extended Reality letzten Endes beschreibt, ist einfach eine Bandbreite an verschiedenen Applikationen, die beginnen mit Virtual Reality und enden mit Augmented Reality. Und wie auch schon dieses Foto auch schon ein bisschen aufzeigt, ist der Formfaktor, also sprich, nehme ich es über eine Brille wahr oder über das Handy, ist da gar nicht so ausschlaggebend, sondern es geht wirklich darum, in welchem Zusammenhang der Nutzer interagiert mit den digitalen Inhalten. Also was wir zum Beispiel hier links sehen, ist die Oculus Quest von Facebook und rechts Unreal ist eine Augmented Reality Brille, die man sich aufsetzen kann. Und was die letzten Endes anzeigen, sind zwei komplett unterschiedliche Szenarien. Das eine links ist Virtual Reality, wo quasi der Nutzer in eine virtuelle Welt platziert wird und dort dann mit komplett virtuellen Inhalten auch interagiert. Wohingegen rechts wir die Augmented Reality, also die erweiterte Realität haben, in der digitale Objekte, wie jetzt in dem Fall das Pokémon hier, in der Realität, vor der San Francisco Golden Gate Bridge hier ist es, glaube ich, platziert werden und damit quasi die Realität auch mit einbinden. Und da gibt es sehr viele verschiedene Visionen, wie das in Zukunft aussehen wird, und eine etwas dystopische Version davon möchte ich jetzt auch einfach hier mal kurz zeigen, wo es nämlich darum geht, aus dem Film Hyper Reality aus 2016, wo man quasi sich vorstellt, in der Zukunft, wenn man einkaufen geht, hat man einen digitalen Assistent, der einem hilft und guidet, und dann auch wirklich so Sachen wie, man nimmt einen Joghurt und aufgrund der Tatsache, dass er weiß, ich bin männlich oder weiblich, wird der eine und derselbe Joghurt einfach unterschiedlich gemappt. Ja, in dem Fall für Frauen mit etwas weiblicheren Attributen, hier wird die Männlichkeit hervorgehoben, ja. Und diese Art von Overlay im Digitalen ist, was Augmented Reality macht, ja. Und das geht so lange gut, bis dann halt irgendwann mal ein technisches Problem auftritt und man dann in die langweilige und farblose Realität zurückgeholt wird, wo dann der Joghurt einfach dann tatsächlich einfach nur ein Joghurt ist, ne? Und was wir an der Stelle, auch wenn das jetzt natürlich auch viel nach Zukunftsmusik sich anhört, schon beobachten, ist, dass die ersten Schritte in diese Zukunft auch schon tatsächlich gemacht werden. Ja? So hat zum Beispiel Google auch schon vor 2 Jahren einen digitalen Navigationsassistenten gezeigt, in der man wirklich einem Fuchs in dem Fall hinterherläuft, der einem den Weg zeigt zur gewünschten Adresse. Und diese Realität ist tatsächlich deswegen auch schon heute bei uns angekommen. Ein weiterer Beweis dafür, wie wichtig auch diese ganzen immersiven Medien im Journalismus zum Beispiel sind, zeigt, glaube ich, auch die Tatsache, dass zum Beispiel 2018 der Pulitzerpreis für erklärende Reportagen nicht an ein langes 10.000 Wörter umfassendes Essay irgendwie verliehen wurde, sondern an eine Virtual Reality Dokumentation, in der es um die Grenzmauer von USA nach Mexiko geht. Und damit sieht man auch, dass einfach im Journalismus dieses Thema sehr ernst genommen wird. Und jetzt möchte ich auch direkt einsteigen und da ein paar Use Cases da zeigen. Einer der Pioniere in dem Bereich ist die New York Times. Die haben in der Vergangenheit viele interessante und auch hochqualitative Experiences gebaut. Und was, glaube ich, deren Leitspruch ist in dem Zusammenhang, ist einfach, die sagen, wo die Fotografie den Journalisten ermöglicht, wichtige Momente visuell festzuhalten, und wo Bewegtbild erlaubt, den Anblick, die Geräusche und die Bewegung aufzuzeichnen,
da geht Augmented Reality noch einen Schritt weiter, nämlich diese Zweidimensionalität, die ja letzten Endes unsere Welt nicht ist, unsere Welt ist dreidimensional, diese auch in das Dreidimensionale zu übersetzen. Es geht also letzten Endes genau darum, von einer abstrakten Beschreibung oder Darstellung von Objekten im zweidimensionalen Raum, diese eben noch realitätsnäher zu machen. Und ein Beispiel, das mir dazu in Vorbereitung auch tatsächlich auf diese Präsentation eingefallen ist, ist einfach, wie oft hört man irgendwie, wenn es darum geht, ja, der neue Parkplatz oder das neue Fußballstadion ist so groß wie 15 Fußballfelder. Also jetzt war ich schon ein paar Mal im Stadion, aber letzten Endes ist es einfach wirklich extrem schwer, sich das zu visualisieren. Und da haben wir einfach über Augmented Reality die Möglichkeit, auch konkrete Größenvergleiche und so weiter aufzuzeigen, sodass man eben auch Dinge besser transportieren und vermitteln kann. Und ein Beispiel dazu ist eben, dass, wie sieht man hier, eine der Use Cases von der New York Times, die relativ am Anfang mit Apple dieses Projekt gelauncht haben, wo es darum geht, dass man sich einen virtuellen Zeitungskiosk nach Hause holen kann. Und was das macht, ist, wie man auch sehr schön sieht, ist eben, dass es nicht, die Interaktion mit dem Modell ist auch realitätsnäher. Ja, es geht nicht darum, auf einem 2D-Screen zu pinchen und zu zoomen, um irgendwas zu vergrößern oder um irgendwas zu rotieren auf dem Screen mit einer Swipe-Bewegung, sondern man interagiert damit, als wäre es ein tatsächlich reales Objekt. Ja, also man geht rum oder man geht in die Knie und schaut sich da irgendwelche Details an. Und dieses Realitätsgefühl wird eben durch Augmented Reality extrem stark vermittelt und ermöglicht auch komplett neue, noch nicht dagewesene Storytelling-Ansätze. Zum Beispiel hat das Time Magazine auch letztes Jahr im Ende letzten Jahres eine AR-Applikation gelauncht, in der die Zuschauer die Möglichkeit hatten, sich die dramatischen Auswirkungen des Klimawandels und der Abholzung im Regenwald sich auf den Küchentisch oder vor die Couch zu platzieren und diesen Fortschritt quasi zu beobachten und mit zusätzlichen Medien wie zum Beispiel Video, Bewegtbild oder auch Fotogalerien wirklich am eigenen Körper fast wahrzunehmen. Ja. Und das ist eben ein grundlegendes neues Prinzip, das im Journalismus jetzt auch stark benutzt wird, um den Nutzer quasi nicht nur als passiven Konsumenten zu sehen, sondern auch noch stärker in die Story einzubinden. Also mit anderen Worten, AR ermöglicht einfach neue Formen der Informationsvermittlung, indem Informationen im dreidimensionalen Raum auch dargestellt werden und eben wirklich dann dadurch auch natürlich Realitätsnähe vermittelt wird, also die Größe, wie groß ist ein Elefant, wie groß ist ein Dinosaurier, und auch über Texturen, also sprich, wie sieht es nämlich im Detail aus. Ja? Und das, was, glaube ich, auch sehr stark ist in dem Zusammenhang, ist, dass diese Natürlichkeit und diese intuitive Interaktionsform einfach gebrochen wird und somit ermöglicht wird. Jetzt ist AR aber ja gar nicht so neu, vor allem im Kontext der Medienproduktion und im Bereich der Fernsehproduktion. So gab es zum Beispiel hier ein Video. 2018 bei der Tour de France hat ein dänischer TV-Sender tatsächlich schon Augmented Reality auch benutzt. In dem Falle wirklich ein normales Display quasi überlagert mit AR, mit virtuellen Fahrradfahrern, um dort zum Beispiel die verschiedenen Taktiken bei der Tour zu zeigen, wie man gegen den Wind anfahren kann und so weiter. Und diese Fahrradfahrer, die hier gezeigt werden, sind tatsächlich nachhinein drauf projiziert, während die Teilnehmer im Studio quasi diesen Touchscreen benutzen, um damit die Elemente zu verschieben. Einen Schritt weiter gehen die Kollegen vom Weather Channel aus den USA, die eben AR benutzen, um Wetterphänomene zu erklären, sodass dann zum Beispiel aus dem Nichts während der Erklärung ein Auto aus dem Himmel im Studio landet und nachträglich quasi eben dann dort als nicht nur Eyecatcher, sondern auch wirklich, um eben diese Immersion auch zu ermöglichen, sehr schön, glaube ich, visualisiert wird. Und das ist jetzt quasi eine schöne Kombination, in dem AR-Inhalte im Studio quasi platziert werden.
Aber womit sie, womit der Weather Channel auch wirklich sehr viel positive Resonanz erzeugt hat, sind diese Dokumentationen, in der zum Beispiel durch spezielle Camera-Rigs auch Fahrten vorab definiert sind und damit solche komplett überblendenden Visualisierungen ermöglichen, wo dann vermeintlich im Studio dann ein Feuer ausbricht und dann eben diese Effekte zeigt, die eben über eine vordefinierte AR-Experience quasi schon vorab definiert sind. Es geht also darum, dem Zuschauer das bestmöglich zu vermitteln, dass er eben Teil des Geschehens ist und in einer anderen Umgebung auch zu sein. Das ganze Thema Storytelling ist da natürlich extrem stark ausgeprägt. Und jetzt kommen wir auf einen Use Case, den wir umgesetzt haben mit Adidas in Paris. Da ging es darum, im Flagship Store, im Pariser Flagship Store quasi eine Story zu erzählen, die sonst nur schwer zu vermitteln ist, nämlich über die Nachhaltigkeitsproduktlinie von Adidas, die aus recycelten Müll aus dem Ozean oder von den Stränden hergestellt wird, sodass dann der Nutzer im Store sich mit einem Handy in dem Fall in eine komplett neue Umgebung transportieren konnte, wo dann plötzlich ein Wal um ihn rumschwimmt, wo dann gezeigt wird, wie dieser Müll aus den eingesammelt wird. Auch interaktiv natürlich, ja, es geht auch hier darum, Interaktion auszulösen und damit ein höheres Involvement zu schaffen. Und dann, wie jetzt hier auch zu sehen ist, dann der Plastikmüll eingesammelt wird und daraus dann der Faden gesponnen wird, um die Produkte herzustellen. Weil am Ende ist der Preispunkt natürlich bei diesen Produkten höher als bei einem konventionellen Produkt und über Storytelling kann das natürlich sehr gut vermittelt werden, warum das auch der Fall ist. Wenn wir jetzt im mehr oder weniger journalistischen Kontext bleiben wollen, dann haben wir hier noch ein weiteres schönes Projekt, was, glaube ich, sehr schön zeigt, inwiefern man auch den Nutzer zu Hause abholen kann. Wir haben Zeiten, gerade jetzt mit Corona, wo fast keine Live-Events stattfinden und wenn sie stattfinden, dann finden sie ohne Publikum statt. Aber wie kann man es gerade bei Sportarten, die ja so stark davon leben, dass man eben vor Ort ist und dieses Gefühl hat, dabei zu sein, ja, wie kann man das dort eben einigermaßen synthetisch herstellen? Und wir haben mit WWE, das ist die World Wrestling Entertainment aus USA, die dort die ganzen Wrestling-Kämpfe veranstalten, haben wir auch ein sehr schönes Projekt gemacht, wo es eben darum ging, genau diesen Nutzer zu Hause abzuholen und ihm dort auch das Gefühl zu geben, als würde er mittendrin sein. Also hier sieht man dann auch schon, wie unten ist der Fernseher, oben ist ein virtuell und auch vorne sind virtuelle Inhalte, wie sich dieser komplette Inhalt quasi in den Raum erstreckt und durch eine Überblendung vom realen Fernseherbild und virtuellen Objekten, also im Augmented Space, quasi hier solche Visualisierungen ermöglicht werden. Und in dem Fall war es ein sehr spannendes Thema, weil tatsächlich wir hatten Hologramme von den Wrestlern erfasst und die haben in Echtzeit auf das reagiert, was quasi im Match passiert. Das heißt, wenn der eine einen Klappstuhl über den Kopf gezogen bekommen hat, dann hat auch das Hologramm entsprechend reagiert und damit hatte man wirklich das Gefühl, man kann sich daneben stellen und dem Wrestler irgendwie die Hand geben oder den Arm um die Schulter legen. Und ermöglicht somit komplett neue Möglichkeiten auch natürlich Brand Awareness und auch natürlich eine gewisse Loyalität an der Stelle zu erreichen. Natürlich ist eine große Frage in dem Zusammenhang die Monetarisierung beziehungsweise wie kann man auch in dem Kontext natürlich das auch monetarisieren und zu Geld machen. Wir haben dabei festgestellt, dass es wirklich auch in die Richtung relativ viele Applikationsmöglichkeiten gibt, so wie zum Beispiel ein Case, in dem wir in Korea gearbeitet haben mit Rundfunkanstalten, mit Homeshopping-Sendern in dem Fall, die zum Beispiel es ermöglicht haben, direkt Produkte, die man sieht, nicht nur quasi sich anzuschauen oder dann irgendwie anzurufen und dann zu ordern, sondern auch über Augmented Reality direkt im eigenen Wohnzimmer zu platzieren und zu schauen, ob es einem gefällt. Und wenn es einem gefällt, dann konnte man auch das direkt hier über diesen roten Button, der auch hier links eingeblendet ist, direkt zu kaufen. Ja, also diesen Prozess zu vereinfachen und durch Augmented Reality, was auch nachweislich für eine höhere Conversion Rate sorgt, weil einfach die Leute das Produkt sich besser anschauen können und dann auch sicher sind, dass sie es haben wollen, eine höhere Conversion Rate zu erzielen als über den traditionellen Kanal. Und darüber hinaus gibt es auch Szenarien natürlich, wo
Werbung, jetzt für Zeitschriften zum Beispiel, wo AR-Objekte genutzt werden können, um Werbeinhalte anzureichern und interaktiv zu machen. Und ja, worauf es natürlich dann letzten Endes hinausläuft, ist, wie auch jetzt hier in dem Fall zu sehen, ein Adidas-Projekt, eine Adidas-TV-Werbung, die dann in dem Fall transaktionsfähig gemacht wird und der Zuschauer sich quasi das Objekt, also den Schuh, einfach innerhalb von wenigen Sekunden auf den Tisch stellen kann und er sagt, ach, das gefällt mir, dann auch wirklich mit einem Klick dann am Ende zu kaufen und sie nach Hause schicken zu lassen. Und wenn wir den gesamten Markt uns anschauen in AR-Werbung und dem voraussichtlichen Werbemarkt in der Hinsicht, sehen wir einfach, dass da über die nächsten Jahre ein extremes Potenzial erwartet wird. Das ist jetzt eine Grafik, eine Darstellung von Artillery, das ist ein AR-spezifisches Forschungsinstitut. Und ja, einfach dieser Markt wird signifikant anwachsen und da ist natürlich auch es an den Medien, dieses Potenzial auch zu nutzen, dass es eben nicht alles in Richtung Snapchat oder Facebook geht, sondern auch in die traditionellen Medien oder in die klassischen Formate auch einfließen kann. Mit anderen Worten nochmal zusammengefasst, die Monetarisierungsmöglichkeiten sind vor allem gegeben durch neue und transaktionsbasierte Erlösmodelle, also wie zum Beispiel, ich kaufe etwas direkt, was eigentlich schon seit Jahren oder Jahrzehnten im digitalen Marketing ja üblich ist, aber einfach bei gewissen Medien wie zum Beispiel im Print bzw. im Fernsehen einfach nicht so stark gegeben ist. Des Weiteren natürlich, da kommen wir, glaube ich, später auch nochmal dazu, das ganze Thema Datengenerierung, Unterhebung, wem gehören die Daten, können natürlich an der Stelle auch monetarisiert werden und vermarktet werden. Und klar, neue Werbeformen durch die Vermischung von Inhalten, redaktioneller, aber auch werblicher Natur. Und abschließend möchte ich das ganze Thema mit der großen Frage why now, weil das ist natürlich immer eine Frage, die mir persönlich oft gestellt wird. Ich mache das jetzt seit 3,5 Jahren und für mich war es immer now. Wir sehen aber jetzt tatsächlich einen großen Wendepunkt und einer der Hauptgründe sind die Kosten. Also Kosten für, egal ob das die AR-Glasses sind oder Produktion, sind sinkend, weil einfach immer mehr Entwickler auch auf diesen Plattformen arbeiten und Content-Generierung damit auch günstiger wird. Liegt maßgeblich daran, dass Tools, also mit denen diese Inhalte geschaffen werden, werden fortschreitend demokratisiert. Inzwischen gibt es auch von Adobe XR Creation Tools, da gibt es von Apple was, da gibt es von Google was. Also diese Kreationstechnologien werden immer weiter breiter verfügbar. Und als letzten Punkt einfach die Verfügbarkeit der Technologie. Die Technologie ist auch inzwischen an dem Punkt, dass Smartphones inzwischen fast rechenstärker sind als Computer zu Hause und damit auch entsprechend hochqualitative Visualisierungen und immersive Experiences gebaut werden können. Das ist der Grund, warum jetzt auch das ganze Thema des immersiven Journalismus eine größere Relevanz haben wird in absehbarer Zeit und wenn jemand von euch darüber gerne sprechen möchte, dann gerne mir eine E-Mail schreiben oder mich kontaktieren. Freue ich mich drauf. Super, herzlichen Dank, Robin. Ich möchte noch mit dir darüber sprechen. Ja, gerne. Ich habe noch eine Anschlussfrage, was die Hardware angeht. Du hast am Schluss schon gesagt, Smartphones sind jetzt natürlich sehr leistungsstark, können es mit vielen Laptops aufnehmen. Wann glaubst du denn, kommt der Punkt, wo wir wirklich Headsets, also Augmented Reality Headsets in großer Verbreitung sehen werden, die Leute dann auch oft und viel nutzen und was könnte das vielleicht nochmal für Veränderungen bringen? Weil es ja was anderes, ob ich mit meinem Smartphone zum Beispiel um ein Objekt in meinem Wohnzimmer herumgehe oder ob ich es permanent sehe, weil ich es in der AR-Brille sehe. Ja, also mein persönlicher Guess ist einfach, dass wir da mit Sicherheit noch einige Jahre drauf warten müssen, dass es eine richtige Masse erreicht. Ich gehe von einem Horizont von 3 bis 5 Jahren aus. Hängt, glaube ich, stark davon ab, auch wenn ich jetzt für niemanden irgendwie eine Lanze brechen möchte, aber wann die großen Player, vor allem Apple, in dem Bereich natürlich auch da den ersten Schritt wagt. Wir wissen, dass keine Firma wie Apple es schafft, auch nachhaltig Nutzerverhalten zu verändern. Und deswegen ist es mit Sicherheit ähnlich wie beim Smartwatch-Markt oder beim Tablet-Markt, dass wenn ein solides Produkt da ist, was auch wirklich adoptiert wird von den Leuten, dass die dann auch mit dem Produkt rauskommen. Und momentan verheißen die Gerüchte 2022, wobei wir tatsächlich auch erst vor einer Woche gehört haben oder vor einem Monat ungefähr die News, dass sie anscheinend an einer Augmented Reality Companion App arbeiten für Apple TV Plus
als Kunden, was natürlich eine sehr starke Validierung ist für das Konzept, was wir schon seit 3,5 Jahren ungefähr verfolgen, wirklich diesen Videoinhalt einfach anzureichern, weil ich glaube, das ist eine sehr starke Kombination einfach. Super, dann wünschen wir euch, dass Apple entweder Kunde von euch wird oder dein Startup für 300 Millionen Dollar kauft und du dann was Neues Schönes machen kannst. Herzlichen Dank, Robin. Wir sehen uns gleich noch. Du bist nachher noch bei unserer Panel-Diskussion über VR und AR im Journalismus dabei. Wir machen eine 5 Minuten Pause und dann geht's weiter mit dem Talk von Eva. Bis gleich.